Los geht's. Es treten gegeneinander an Nico und Lisa. Die 28-Jährige ist die amtierende deutsche Meisterin im Bodybuilding. Sie will beweisen, dass muskulöse Frauen Muckis und Köpfchen haben. Ich hatte als erstes so ein bisschen Respekt davor, weil die Aufgaben werden ja wahrscheinlich die gleichen sein. Und man muss ganz klar sagen, Frauen sind Männern unterlegen. Ich hoffe aber eher, dass wir zwei uns so richtig gut durchbeißen und die Zuschauer sich dann denken, ach, erst habe ich gedacht, so kleiner Blondie, aber irgendwie hat sie es schon drauf. Da hätte ich Bock drauf, weil ja, wir Frauen oft unterschätzt werden. Kommando gilt, ready, go! Eine knapp 3 Meter hohe Hürde aus Holz. Nico treibt seit Jahren extrem viel Sport und liegt vorn. Ist das Höllencamp für den 23-jährigen Bauleiter reine Routine? Oder zwingt ihn das Experiment in die Knie? In den Videos seines YouTube-Kanals sieht man, Nico ist fit. Körperliche Grenzen kennt er nicht. Bis jetzt. Ich will Leute zum Sport motivieren, weil ich selber unheimlich motiviert bin. Weil ich selber jeden Scheiß mitmache, jeden Sport ausprobiere. Und so ist die Höllenwoche für mich auch ein einzelner Sport, eine einzelne Sportart, die ich wieder ausprobieren wollte. Konzentrieren. Ablassen. Lisa holt auf. Doch Nico liegt deutlich vorn. Die Hindernisbahn fordert Lisa gleich zu Beginn alles ab. Umgreifen. Ja, weiter. Kämpfen da, dass das Seil benutzt wird. Füße auf Seil, Füße auf Seil. Und kurz durchatmen. Jetzt nicht mehr runterfallen. Nein, zurück aufs Seil und drauf. Dieses Seil. Nochmal zurück. Durchatmen, konzentrieren. Weiter, weiter. Nur vorne das Seil, an vorne das Seil ran. Ja, nochmal. Die Kraft habe ich eigentlich locker, da mich entlang zu hangeln. Und ich bin immer wieder abgestürzt bei der einen Stelle. Diesen einen Versuch. So, und jetzt zum rechten rüber. Nein. Und komm, raus! Durch den Graben, hier hoch ist das Ziel. Was geben? Was ist los mit dir? Ja. Komm drauf, ist noch nicht fertig. Sehr gut, atme durch. Ja. Sieht doch schon mal gut aus. Die Beine noch nachziehen. Ja. Beide ab, ja! Geht doch! Nachdenken! Bei der Hindernisbahn, muss ich sagen, hat es mich richtig, richtig frustriert, dass ich an dem einen Hindernis zu 1000 Mal abgestürzt bin. Die ganze Zeit einfach nur, das kann nicht sein, dass du an diesem Hindernis scheiterst und nicht wenigstens bis zu der Uniform kommst. Also mein Ziel war ja echt so wenigstens die Uniform zu kriegen und mit den anderen loszulaufen. Und ja, dann hat es geklappt. In dem Moment habe ich mich riesig gefreut, war noch so Motivation und ich bin da, glaube ich, besser durch, als ich es von mir gedacht habe. Im Ziel wartet auf die Teilnehmer die Höllencamp-Ausrüstung. Reißfeste Hosen, Handschuhe, Helm, Rucksack, Wasserflasche und Kampfweste.